Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Zelda-Video. Zelda, Zelda, wie ihr es auch nennen wollt. Ist es mir grundsätzlich egal. So, jetzt müssen wir mal dahin, aber. Ach, da hinten ist der Tower. Ja, dann gehen wir doch erstmal dahin, ne? Würde ich jetzt empfehlen. Hüpp doch, der Runner! Hab! Hab! Ah! Ja! Jo! Los! Wir sind Außendorf. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken! Ich dachte so, was ist das für eine Gestalt, die so rote Augen hat? Was ist das? Oh, man hat mich also nicht vergessen. Du sprichst ja. Ist es denn möglich? Kannst du mich hören? Ja. Jetzt bin ich aber schon überrascht. Wofür betest du? Ein langes Leben? Wohlstand? Da bist du bei mir richtig. Ich bin eigentlich eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Ich gewährte Leben gegen Geld. Keine große Sache. Ist doch nichts dabei. Doch die Gottin Heila sah das anders. Und so strafte sie mich mit diesen erbärmungswürdigen Gestalt eines Schattens meiner früheren selbst. Im Dorf nennen sie mich nur die Dämonenstatue. Und es kommt noch nicht mal jemand vorbei, um die Hinterlassenschaften der Vögel wegzuputzen. Man könnte direkt ins Grübeln kommen, was man falsch gemacht hat, ob man es nicht versuchen sollte, sich zu bessern. Aber nicht ich, kein Stück. Ich habe lediglich gewartet auf jemanden wie dich, der mich versteht. Aber genug davon. So sollen wir uns dann mal ans Tauschen machen? Bleib ganz ruhig stehen und beweg dich jetzt nicht. Hey! Ich habe eben nichts gelernt. Den Container habe ich ohne Probleme aus dir heraus operiert. Gib ihn mir! Also schön wieder angebetet zu werden. Gib ihn zurück! Fühlst du dich ausgetrickst? Ich bitte dich, sieh dir mal das große Ganze an. Ich bin an einer langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert. Da werde ich dich doch nicht übers Ohr hauen. Also, was darf sein? Vielleicht habe ich es schon erwähnt. Ich bin eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Daher nehme ich Herzcontainer und Ausdauerungscontainer an. Ich will zurückgehen, beliebig tauschen. Exzellent, und jetzt halt still. Du wirst misstrauisch, aber sei gänzlich unbesorgt. Das Macht des Geldes versetzlich, mich in die Lage, deinen Container zu tauschen. Und das funktioniert so, zuerst verkaufst du mir für 100 Rubine einen deiner Container. Bis du einen Container zurück, kostet sich das 120 Rubine. Dafür kannst du dir aber auch suchen, ob du mir einen Herzcontainer oder einen Ausdauer hast. Bete einfach hier zu mir. Wenn du einen Container tauschen möchtest. Weg hier! Los! Elena! Elena! Das ist eine Verrückte! Junge. Verteuert, ey. 120 Euro. Das ist echt jetzt. Uiuiui. Ui! Also, ich finde es schon brutal eigentlich. Nee. Ganz schön teuer. Aber gehen wir mal dahin. So. Habe ich euch schon begrüßt? Das kann gut sein, ne? Ja. Jetzt rutsch einfach da runter. Rutsch, rutsch, rutsch.
Wegen euch, ich Blöden, habe ich einen Fuchs umgerannt. Nur wegen euch. Also wirklich. Der arme Fuchs hat euch nichts getan. Oh. Glamourös. Ich will es nochmal schauen. Das haben wir schon. Oh. Schade. Ich schaffe es aber jetzt. Haha! Der arme Fuchs, ey. Geht gar nicht. Bin ich sehr froh. Da ist so eine Fruchtfliege auf meinem Bildschirm. Wir hatten ja schon ein letztes Video dieses Thema mit den Fruchtfliegen, ne? Also wirklich ein bisschen wert, ne? Ey. Bitte sag nicht, dass du jetzt hier stecken bleibst, ne? Doch. 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 Doch! Du kannst da nicht runter? Jedes normale Pferd kann da runter. Außer du. Soll ich dich hauen? Okay. Warte. So, dann würde ich wahrscheinlich losrennen, oder? Der nur drei Dinger. Oh. 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 Ja. Ja, manchmal muss man zur Hand gehen. Habe ich was zu essen? Nee. So, tut mir zwar leid, aber das müsst ihr jetzt sehen, ne? Das ist mich aufgeregt. So, alles wieder gut. Oh, achso, das ist der Mond. Ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes. Schade. Okay. Meine Beine tun inzwischen weh. Warum mache ich das? Warum? Ja. Geht er doch einfach runter. Okay, renn einfach. Da hoch müssen wir jetzt. Wird ein bisschen anstrengend. Aber das schaffen wir. Zusammen sind wir stark. Jetzt am besten Feuer. Oh, was weh. Fackel. Feuer. Wie machen wir das denn jetzt an? Aber ich habe doch noch einen Feuerstein. Wenn man mit einem Gegenstand auf Metall draufschlägt, entstehen Funken, die Feuerholz in der Nähe entzünden. Praktisch aber nach einem Schlag geht er kaputt. Feuer. Toll. Metall. Okay, anderes Metall. Es kam doch gerade eben Funken. Vielleicht soll ich es hinlegen und dann draufschlagen.
ablegen. Nein! Ich hab das Feuerholz vergessen. Laden. Nochmal, bitte. Ich hab das Feuerholz vergessen. Wie kann man denn nur so dumm sein? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Und schielen Funken auf der Welt. Zack, zack. Zack! So, ihn. So. Aua, danke. So, machen wir Feuerholz draus. So. Dann brauchen wir... So. Klauen. Ja. So. Dann tun. So. Also. Da brauchen wir in die Hand und in die Hand. Das tun wir ablegen. Tun wir. Aua. Draufschlagen. Yeah. Fackel. Yeah. Ah. Ui. Was? Ui. Bisschen länger. Ui. Feuer. Das... Hä? Das geht? Alles klar. So. Wir holen uns jetzt ein bisschen Feuer. Und tun an. Und tun an. Ui, ui, ui. So. Und dann noch hier ein bisschen anzünden. Ja. So, tu mal was essen. Ja. So. Und dann warten wir, ne? Obwohl. Ja, das war ja noch angesagt. Aber wisst ihr, es macht keinen Spaß. Es macht gerade so total keinen Spaß. Wisst ihr, ich tue euch morgen nochmal dazu schalten, wie man es auch nennen will. Ich tue euch einfach morgen wieder benachrichtigen. Und bis dann sage ich euch noch Wiedersehen. Bis dann.